Jo, da sind wir wieder beim Road to Commander von Black Ops 2. Diesmal wieder alleine, ohne Vex oder irgendwen. Probieren Sie das Ligaspiel? Nein, habe ich schon gemacht. Ist ganz cool. Ja, bevor wir anfangen, Ligaspiele. Liga der Champions, das habe ich mit Vex und ein paar anderen gespielt. Eine Mischung zielbasierter Modi. Diese Mischung besteht offensichtlich nur aus Stellung und Capture the Flag. Also wenn ihr eins von diesen beiden Spielmodi nicht mögt, vergesst es. Wir haben es versucht, wir haben alle Capture the Flag gehasst, deswegen haben wir, glaube ich, auch jedes Capture the Flag verloren. Dafür haben wir aber jedes Spiel von Stellung gewonnen, also, ja. Was ich mal ausprobieren möchte, das ist... Das war falsch, da wollte ich überhaupt nicht hin. Genau. Ich möchte mal probieren, mit einer von diesen Waffen, am liebsten die hier, mal so ein paar Headshots zu machen. Wir haben gerade 5, glaube ich. Ja, wir haben 5. Und jemand meinte zu mir, nee, gar nicht wahr, das habe ich in einem Video gesehen, von Team Martin. Er hat gesagt, am einfachsten Headshots zu machen ist einfach nur das Laser Sight hier, den Laser Markierer auszurüsten und dann nicht auf den Kopf zu zielen, sondern einfach aus der Hüfte zu sprayen. Und ich würde sagen, das probiere ich jetzt einfach mal. Welchen Spielmodus? Abschluss besteht? Oder ne, wir nehmen mal ganz normal Team Deathmatch, würde ich sagen. Ach, und dann habe ich noch ein Video gesehen von Drifter. Oder Driftor. Kein Plan, wie er ausgesprochen wird. Ich hab Schluck auf. Geil. Wenn ihr so seid wie ich und gerne dropshottet, ja, ich dropshotte ziemlich oft, weil, ich würde sagen, lieber dropshotte ich, als dass ich Panic-Knife, aber egal. Vergesst das Dropshotten in Black Ops 2. Die haben was ganz Merkwürdiges eingebaut, so ein bisschen wie das Quickscopen damals in Black Ops 1. Und zwar, wenn man sich hinlegt und dann sofort schießt, egal ob du zielst oder nicht, die Kugel geht irgendwo hin nach Timbuktu. Die Kugel wird niemals dahin gehen, wo du hinzielst. Das ist so ein bisschen wie das Quickscope in Black Ops 1. Bei Black Ops 1 war es so, wenn du bei der Sniper reinzoomst und sofort schießt, dann landet die Kugel auch irgendwo im Nirvana. Und so haben sie es jetzt gemacht. Also Dropshotten könnt ihr eigentlich quasi vergessen, weil ihr den extremen Nachteil habt, dass die ersten 3, 4 Kugeln gar nicht dahin fliegen, wo ihr eigentlich hinzielt. Das kann ich gleich mal zeigen. Am besten mit irgendeiner Waffe, ich werde natürlich bei Skype angeschrieben, am besten mit irgendeiner Waffe, die hier ein Rotpunktvisier drauf hat. Und jetzt probieren wir es mal, passt auf. Wir nehmen mal das hier. Weder. Habt ihr gesehen, wo die gelandet sind gerade? Das da, alleine die hier, die ist Meter weit weg. Und ich war jetzt schon ziemlich nah dran. Stellt euch mal vor, ich bin jetzt hier und will von hier aus dropshotten. Aber egal. Wir wählen schon mal die Waffe jetzt aus. Der Spieß ein bisschen laut, merke ich gerade. Zack, zack, zack. Drohne nähert sich. So, ist leiser. Also, das nur in Erinnerung behalten. Dropshotten ist eine schlechte Idee. Außer ihr seid extrem nah dran, sodass ihr sie eigentlich schon messern könntet. Dann sollte das Dropshotten eigentlich auch relativ wumpe sein. Hoppala. Apropos messern, ich hab... Schnell, gehackt. Yes. Punkte. Gimme them points. Oh. Was zum... Wow. Oh. Okay, ja, war ein guter Headshot, muss man sagen. Muss man ja mal zugeben, ne? Okay, oh. Okay, jetzt muss ich lernen, aus der Hüfte zu schießen, aber so ein bisschen... War das? Ne, ich dachte eben, das wäre ein Headshot gewesen. Nebenbei, wartet mal eben. Farbenblindmodus ein. So. Ob das jetzt besser aussieht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, ich kann dann die Farben besser sehen. Ich bin nicht farbenblind oder sowas? Glaube ich jedenfalls. Das war ein Headshot. Das war auch ein Headshot. Seht ihr? Das ist voll einfach. So kann man echt richtig einfach Headshots machen. Oh Gott. Das war kein Headshot, aber... Da. Gut, das war jetzt kein Headshot, aber... Wir haben immerhin schon 2, ne? Vielleicht glaube ich jetzt nur noch so rum. Only Hipfire. Ah ne, ich habe ja keine... Okay, wartet. Headshot! Oh, schön, okay. Okay, da war... Ja, da war jetzt das Aim ein bisschen blöd. Ich hab... Als er rechts stand, habe ich nach links gezielt. Und als er links stand, habe ich nach rechts gezielt. So... Das war nicht so intelligent, wie ich gehofft habe. Oh, Assist. Warte.
Oh oh. Spray and pray. Menno. Okay, es geht mir jetzt gerade nicht um die Punkte, es geht mir einfach nur um Headshots. Ich will wenigstens um ein paar Kamos. Headshot. Aus der Entfernung Headshot, obwohl ich nicht mehr gezielt habe. Das ist schon krass. Wow. Das ist schon echt krass, ne? Oh oh. Ja, genau in die Granate gerannt, auch nicht schlecht. Ich brauche Flak Jacket. Koordinaten für Blitzschlag empfangen. Lag? Ne, ich lagge nicht, ne? Ne, ich habe eine 4, okay. Ich dachte, den bis lag, weil der Typ da vor mir so rumgespackt ist. Aber wahrscheinlich ist er der Einzige, der gerade so ein bisschen... Wow. Oh, ich habe keine andere Waffe mit. Scheiße, lad nach, lad nach, lad nach. Ich habe eine Idee. Nein. Oh. Ah. Okay. Von wo schießt ihr denn jetzt? Oh, das war jetzt kein Headshot? Das finde ich aber merkwürdig. Das war für mich doch ein Headshot. Dass ich den gar nicht getroffen habe, wundert mich jetzt auch ein bisschen, aber okay. Okay, vielleicht sollte ich nicht nur aus der Hüfte schießen. Nur aus der Hüfte schießen ist vielleicht auch noch ein bisschen sehr dämlich, wie ich gerade merke. Ich sollte vielleicht so ein bisschen doch zielen. Oh ja, aber dann treffe ich natürlich wieder nichts. Obwohl ich genau auf dem Spacken drauf war. Wow, schießen die gerade auf mich? Renn du mal... Ja klar, natürlich. Ich treffe wieder keinen und die treffen... Ja, okay. Camper mit Camper Pants. Wie kann man bitte so krass campen, Alter? Seit wann bekomme ich 75 Punkte... 75 Punkte für einen Assist? Waren es nicht sonst immer irgendwie 25 oder so? Oder... Seit wann ist denn das so? Jetzt habe ich mich wieder... Jetzt habe ich wieder einen Dropshot gemacht. Bin ich behindert? Ich habe eben noch gesagt, kein Dropshot. Ich mache einen Dropshot. Ich bin so intelligent. Oh, jetzt ziel doch mal anständig, du Vollidiot, Alter. Marcel, sei mal nicht so ein behinderter, vollspastiger Fock. Was bin ich für ein Schmock, Alter, dass ich nicht mal richtig zielen kann. Ich brauche irgendwas zu trinken, Alter. Ich habe nichts zu trinken. Was war da? Okay, wie viel habe ich jetzt eigentlich gemacht? Wie viel Headshots? Ich glaube 3. Mal gucken, können wir ja sehen, ne? 4 sogar, ja gut. Bis die erste coole Camo kommt, brauche ich aber mindestens 20. Das ist eigentlich eine. Ja, die ist ganz cool, ne? Ansonsten. Die ist extrem geil. Die blaue oder die hier. Da brauche ich aber auch schon 50 für. Naja, gut, okay. Wie viel brauche ich hierfür nochmal? Was brauche ich. Ach so, ja, geil. Das ist auch cool. Habe ich hierfür eigentlich schon. Schnelles Magazin. Fuck. Oh, gut. Schwein gehabt. Ja, so passt das. Ey, warum? Achso, okay, ich habe mich gewundert, warum kann ich nicht frei für alle spielen? Wollte ich zwar eh nicht, aber... Das machen wir mal. Da habe ich halt mehr Gegner zum Erledigen. Oder erledigt werden, aber... Ich bin mal zuversichtlich und hoffe, dass ich derjenige bin, der ein paar Abschüsse macht und nicht die an mir, weißt du? Was ist das denn? Okay, wer hat denn das denn gemacht? Das sind ja extrem merkwürdige
Auflösungen. Also das sieht alles so unscharf aus, ne? Wie hat er das denn hingekriegt? Wenn ihr euch mal die anderen anguckt, die sind alle so richtig scharf und hochauflösend. Gut, vielleicht ein bisschen körnig, aber sein sieht, als wenn du so einen Weichzeichner drauf geklatscht hättest mit Photoshop oder so, wisst ihr? Sieht ja auch merkwürdig aus. Ha. Wie ist eigentlich meine KD momentan? Ich wette unter 1, auf jeden Fall unter 1. 1,11! Wow! Ich habe eine KD über 1, wie habe ich denn das gemacht? Ey, ich glaube sogar 1,1 ist bisher das Höchste, was ich hatte, ganz ehrlich. Ich bin kein guter COD-Spieler, Alter. Ich glaube, in MW3 war es, glaube ich, 1,02 oder so. Und in Black Ops 1 war es 0,98. In MW2 war es 0,89 und in COD4 war es irgendwas mit 0,7 oder so. COD4 war ich richtig schlecht damals. Mittlerweile bin ich ziemlich gut eigentlich in COD4, vor allem snipen kann ich relativ gut. Jetzt nicht so geil wie normale Sniper, aber ich kann COD4 Sniper kann ich besser als in allen anderen CODs. Aber meine KD in COD4 ist halt so scheiße, weil ich glaube, ich habe das Spiel angefangen, da war ich 12 oder 13. Da habe ich noch nie vorher irgendein COD angefasst und war auch dementsprechend schlecht die ersten Monate. Da war ich froh, wenn ich da war ich froh, wenn ich einen Assist bekommen habe, wisst ihr? Meltdown. Meltdown ist cool eigentlich. Meltdown mag ich. Hier Stellung finde ich darauf extrem geil. Aber Shotgun ist dafür ne doofe Map. Oh Gott, ich habe so einen Schluck auf gerade. Wer schießt da wie wild auf mich? Ich mach mal eben. Warte mal. Ich mach mal eben den Farbenblind-Modus wieder aus, damit ich sehe, wer der Ta Just Table ist hier. Mein Party-Freund. Er hier. Okay. Oh. Soll ich mich auf B schmeißen wie ein Behinderter? Ja! Hey, ey, ich will auf B. Ich will die Punkte für B. Ich will die Punkte für B. Nein! Teammate, warum bist du so hängen geblieben? Du hast sie genau angeguckt und stirbst. Verlasst euch nicht auf ihre Teammates, außer ihr kennt sie und skypt gerade mit ihnen. Dann könnt ihr euch auf sie verlassen. Ha. Oh. Hamala, hamala. Warte mal, war hier ein Shotgun? Yes! Feindliche Drohne nähert sich. Oh. Huh. Ich glaube, das war gerade er. Oh. Da war ich zu weit weg. Was ist jetzt los? Ne, ich habe eine 4 Bar, okay. An mir kann es nicht liegen. Ich habe eine gute Verbindung. Yay. Ich freue mich immer so megamäßig, wenn ich hier eine gute Verbindung habe, ne? Oh oh. Nein, mach doch die Waffe nicht scharf. Oh, das hasse ich. Wenn du neue Waffen aufhebst, er muss sie irgendwie erstmal angucken, damit er sie benutzen kann, weißt du? Anstatt dass er direkt bereit zum Schießen ist, nein. Oh. Ah, warte mal. Wo ist das Scheiß? Da. Ich habe schon wieder gedropshottet, das wollte ich gar nicht. Mist. Wieso bin ich der Beste? Wow! Ach ja, ich bin ja Objective Player, ich vergaß. Soll ich mal auf B? Ich gehe mal auf B. Todesmutig, wie ich bin. Was war da? Wo? Du hast zwei. Ach ja, ten, Pick Ten System, ja, du hast zwei C4, wenn du willst. Ich vergaß, ja. Ich dachte, du hast nur eins. Ob ich wohl sein C4 in der Luft hacken kann? Das wäre super awesome. Das wäre richtig. Wow. Ich brauche C. Ich brauche jetzt echt B gerade. Double kill. Nein. Oh. Leute. Ja klar, erwischt er mich auch wieder. Mich erwischt er wieder, ne? Was ist das für ein dreckiger Host, Alter? Achtung, feindliche Konterdrohne ist aktiv. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs.
Konterdrohne, 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 ich will Punkte. Ah ne, warte mal, ich glaube, das ist die Konterdrohne. Komm schon! Boah, du fliegst gerade so beschissen, du dämliche Konterdrohne. Ja, auch gut. Das war gerade voll unnötig, aber egal. Oh oh. Ja. Ich habe die Hunter-Killer-Drohne noch gehört. Wie viel Konterdrohnen haben die bitte? Oh oh. Boah. Ah. Die laufen immer zu dritt oder zu zweit rum, kann das sein? Oh oh. Wenn der mich mal nicht gesehen hat, doch. Natürlich. Ach ja, wir sind auch nur noch die Hälfte des Teams, ja, ganz geil. Die Hälfte, nur die Hälfte des Teams zu sein, ist immer sehr geil. Das finde ich immer super toll, weil das macht das Gameplay immer viel fairer. Hoppala. Nicht mal mehr Rage quitten kann ich. Ich spiele doch nicht weiter, wenn wir nur die Hälfte des Teams sind. Bin ich behindert? Dann auch mit so einem Lappenteam, Alter, die nichts drauf haben. Weißt du, ich war schon voll schlecht und war trotzdem noch der Beste aus dem Team. Schon krass. Stellung. Wir nehmen mal Stellung. Warum nicht? Aufnehmen tue ich noch. Yo. Zack. Ach, geil. Ein Typ, der nicht weiß, wie scheiße sein Mikrofon ist. Stumm schalten. Alle. Jemen. Oh. Die Map hatten wir witzigerweise schon lange nicht mehr. Mir fällt gerade mal eben auf. So. Ich komme mit dem Visier von der Waffe nicht klar. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das nicht so mein Iron Sight ist es irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Käsebrot ist ein gutes Brot. So. Jemen, Insel Sokotra, Republik Jemen. Ja, ist klar. Zack. Stellung. Oh, mal gucken. Ziele einnehmen. Ja, das ist schon besser. Wo ist denn die Stellung? Die ist, direkt in der Mitte. Das ist immer so eine Kackstellung, weil du von überall angegriffen werden kannst. Kommt er von da? Nee, da ist ein Teammate, okay. Assist. Oh, Granate. Ah, da unten. Da. Nein, wieder. Ah, meine Beine waren nach hinten, ne? Ich darf mich nicht daran gewöhnen, dass wenn ich ihn nicht sehe, Emmy auch nicht sieht. Er kann ja immer noch meine Füße sehen, wenn ich liege, ne? Daran muss ich mal so ein bisschen denken. Warte mal, ich. Da. Ah. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal links rum und flankiere die mal. Da hatte wohl einer den gleichen Plan. Komm schon, lass mich durch. Oh, immer beim Nachladen. Immer beim Nachladen. Aber gut, wir... Wow, wow, wow. Oh, schön, direkt bei mir. Yes, 200 Punkte. Oh, oh. Direkt auf mich drauf. Ich brauche Flak Jacket ganz, ganz dringend. Kein Sniper hier drin? Wundert mich ja. Okay, mal gucken. Ah, ich habe keine Granate, ne? Okay, ich renne einfach hinterher, vielleicht. Ja, oder so, auch gut. Oh, triff ihn. Teammate, triff ihn für mich. Feindliche Truppen haben die Ausrüstung zerstört. Oh oh. Wow, wow, oh. Die kann durch die Fenster rein? Oh, neue Stellung, direkt bei mir. Yay. Nicht direkt, aber fast bei mir. Tarnhelikopter unterwegs. Von uns, ja, unser Tarnhelikopter, das ist gut. Wow, dead aim.
Okay, Typ hier, du deckst mich. Ach, Just Table ist er schon wieder. Cool, er ist mir gejoint, das ist geil. Welche Stellung guckst du dir an? Da, okay. Verbündeter AIR unterwegs. Was ist ein AIR? Wow. Okay, die Stellung hier läuft gerade relativ gut. Meine Drohne macht Arbeit! Yeah! Fernlenkladung unterwegs. Ich hoffe mal, und ja, okay. Nicht schlecht. Oh, jetzt muss ich hier weg, das ist nicht gut. Feinde haben die Stellung erobert. Oh oh. Nein, warum tötet er mich denn noch? War da nicht ein Teammate direkt neben ihm? Ja, der hat's wieder erst danach geschafft, natürlich. Na klar, na klar. Ah. Nee, nee, nee. Das ist gut. Das ist schlecht. Fernlenkladung unterwegs. Oh Gott. Nein. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Ich muss nachladen. Ich muss. Ah, fuck. Ich glaube, ich mache mir doch noch eine Pistole rein. Feindliche Drohne nähert sich. Und dann ein Aufsatz weniger. Ich weiß nur noch nicht welchen. Stellung identifiziert. Ich glaube, ich mache den Schalldämpfer runter, weil, ganz ehrlich, es werden so oft. Oh, wir es werden doch echt so oft Drohnen gerufen, dass mir ein Schalldämpfer eh nichts bringt ohne Geist. Das macht Sinn, ne? Also würde ich jetzt mal sagen. Drohne nähert sich. Ich meine, guck dir mich an. Selbst ich als nicht so guter Spieler spamme trotzdem meistens Drohnen wie ein Behinderter. Weil die Drohnen halt relativ einfach zu bekommen sind. Lad nach, lad nach, lad nach. Ruf die UA. Oh nein, die geht genau auf mich. Die geht genau auf mich. Oder ich bin schon tot. Auch gut. Drohne nähert sich. Stellung umkämpft. Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Ich hab ihn gemessert. Ja, ich hab ihn gemessert. Yes! Yes, gemessert. Oh, ich bin so gut. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel. Schießt du auch noch irgendwas, oder? Oh, das war ein Headshot, nicht schlecht. Spray and pray einfach nur. Ach, wir sind schon gar nicht mehr hier in der Stellung, ja, dann verpiss ich mich. Ich will mich doch nicht noch weiter mit denen aufhalten. Ja, doch, ja, ja, ich will hier lang, auf jeden Fall. Verbündete Drohne nähert sich. Drohne. Verbündete Drohne nähert. Ich glaube, von hier wird einer kommen, oder? Auf jeden Fall kommt. Free Fire. Oh, da ist noch einer. Oder auch nicht. Ah, Spray and Pray. Was war. Ah, er hat diesen komischen Raketen. Ja. Ja, ist er Kriegs. Keine Ahnung, Kriegsmaschine oder so ein Kack. Konterdrohne. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Den Druck aufrechthalten. Schütze am Boden. Fernlenkladung unterwegs. Fuck. Gut. Wundert mich ja, dass von hier noch nicht kommen. So. Yes, wir haben gewonnen. Haha. Ich habe 6-mal verteidigt. Gut, nur 2-mal erobert, aber das liegt daran, weil ich nicht der Erste war, der da war. Aber ich würde sagen, ich war 80% der Zeit in der Stellung drin. Und letzten Abschuss hatte ich auch noch, oh. Ja, ging schon.
Guck mal hier, der Desperate Shots, der hat ganz schön abgefuckt. 35-12 und auch noch 4 Eroberungen. Der Typ war echt nicht schlecht, Alter. Ja, nicht schlecht. Oh, wir haben einen Freischalt-Token. Das wollte ich für irgendwas benutzen. Ich weiß aber bei Gott nicht mehr was. Für was wollte ich... Oh, ich darf das Einsatzschild. Oh, das wäre voll cool, ey. Wie geil das Einsatzschild bitte wäre. Was wollte ich noch mal... Ach, genau. Ja, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Und zwar, wir machen Vordergriff drauf und wir machen die BR. Und da klatschen wir auch noch eine coole Tarnung drauf, wie zum Beispiel die hier. Yes! Für die habe ich doch, ja, natürlich, okay. Zack, zack, zack. Warte mal. Ich darf noch was machen. Da cool, eine Primärgranate. Nehmen wir die S-Mine? Nee, Semtex. Ach, wartet. Wir gehen schnell raus. Okay. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Und zwar... Ich wollte mir diese dämlichen Schockladungen kaufen. Warum? Die Dinger sind sau nervig, das weiß ich. Aber die Dinger sind auch sau gut, um Stellungen abzuriegeln. Und wenn ich jetzt Stellung spiele, wäre das hier perfekt. Dann packe ich da, glaube ich, sogar noch eine S-Mine rein. Das ist jetzt meine Stellungsklasse. Alles klar, Spiel suchen, zack, Stellung. Alles klar. Spiele, oh, Viertel nach elf schon. Eieiei. Und nicht mal eine Folge aufgenommen. Wie, schon wieder Jemen? Oh man. Das ist ja lame. Okay. Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet. Ziel einnehmen. Stellung identifizieren. Was war das? Ach, okay. Was auch immer der Typ vorhatte mit seinem... Was? Wie geht das? Ich glaube... Boah, was war das für ein Aiming? Was war das für ein scheiß Froschnutte, Alter? Ich hüpf mal rum wie ein Behinderter. Das ist Krieg. Krieg! Ich glaube, das liegt an den Iron Sights von der Waffe. Auf die komme ich, glaube ich, nicht ganz klar. Geh kaputt. Was? Wie willst du das gemacht haben, du Bastard? Wie will er das gemacht haben, der Bastard? Er war gerade am Granatenwerfen. Ich. Ja, natürlich. Mhm, ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden fucking Fall. Oh oh. Da kann ich also nicht lang, wa? Ja. Oh, super. Geht geil los. Ja, okay. Okay, ich sehe schon. Es war ein Fehler, das Rotpunktgewehr runterzumachen. Ich merk's schon. Ja, genau! Du kleiner Schwanzlutscher! Ah, da hab ich dich, du Bastard! Mhm, geil. Geil, geil, geil. Jep, jep, jep. Feindliche Drohne nähert sich. Wir snipern jetzt. Huh. Na komm. Truppen haben die Ausrüstung zerstört. Komm schon. Stellung gehört uns. Ah, ja, ich hätte einfach nur warten sollen. Ich hätte warten sollen. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Oh Gott. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da zwei drin sind. Drohne nähert sich. Komm noch mal raus mit deinem scheiß Dreckskopf. Mal los. Achtung, feindliche Vorräte unterwegs. Oh, jetzt lass ich aber durch, ihr Dämonlacken, ey.
hört uns. Drohne erwartet Befehle. Drohne. Verbündete Drohne nähert sich. Kommandante! Bewegung! Feinde haben die Drohne zerstört. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Oh, die haben die Drohne zerstört. Identifiziert. Feinde haben die Stellung. Das ist ja kacke. Wo, wo? Oh, hinter mir, ja. Okay. Achtung! Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Boah, ich hab... Achtung, feindliche Vorräte. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Hunter-Killer-Drohne. Natürlich. Da kriege ich mal einen Kill mit einer Sniper und dann Hunter-Killer-Drohne. Ich snipe übrigens nur, weil ihr das wolltet. Ihr habt gesagt, ich soll mal snipen. Ihr wisst genau, ich kann nicht snipen. Aber wenn ihr das wollt, dann mache ich das. Und wenn ich dann scheiß Scores kriege, dann ist das eure Schuld. Geil, wir sind schon wieder zu dritt. Beste. Was hat Twilight eigentlich jetzt schon wieder verkackt, dass die Spiele nie ausgeglichen sind? Dass nicht jemand joint, wenn jemand rausfliegt. Was hat Treyarch da wieder verkackt? Ich glaube, Treyarch schafft es einfach nicht, auch nur ein Spiel richtig zu machen. Irgendwas verkacken sie halt immer. Black Ops 2 ist gut, auf jeden Fall, aber irgendwas verkacken sie halt immer. Aber was das ist, weiß ich auch nicht. Gut, doch, weiß ich. Es ist eigentlich so gut wie immer. Wieso kriege ich eigentlich niemals Fallschaden? Es ist eigentlich so gut wie jedes verdammte Mal ist es der Netzcode. Das Laggen, das... Oh, Digga, verpiss dich, Alter. Du dämlicher Mongolid, Alter. Ganz ehrlich.